Hallo und willkommen zurück zu Banishers Ghost of New Eden. Ja, wir gehen nochmal den Fragezeichen hier nach, dass wir die Region vielleicht ein bisschen erforschen und schauen, was hier noch ist. Es sind bestimmt ein paar interessante Dinge. Ein Holzfällerlager, schon lang verlassen. Warum wohl? Bankrott, Langeweile, Wolfsangriff. Wer weiß das schon? Ja, such das aus. Ich wollte gerade. Fort mit dir! Hör doch mal auf, du! Na? Gibt's da nicht, oder? Ehrlich gesagt wollte ich erst mal den da runterschießen. Hier kann ich ja Seil runterlassen. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da komme ich dann dahin. Da war man ja schon mal, ist ja schon klar, sonst wäre es ja nicht entfacht. Da komme ich dann da runter und könnte dann das Zeug hier machen. Jetzt, wenn wir schon da sind, sollten wir vielleicht das erst machen. Oder auch nicht. Die sind ganz schön hoch im Level. Sollen wir es mal probieren? Das war's für dich. Für das, dass die einen Totenkopf haben? Bin mir zu sicher, ob ich das da machen soll. Ein Schemenhort. Ich sollte Ihnen besser befehlen, sich zu zeigen. Könnte tricky werden. Ach, no risk, no fun, oder? Noch Kuhain! Genau. Wunderbar! Mehr Spaß! Ich glaube, wir wechseln da ganz kurz. Ich sehe nicht einfach. Das will ich ja. Geh weg! Oh, der hat die Leiche erwischt. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Fort mit dir! Wo ist denn der? Ist er ganz weg? Glaube ich nicht.
das? Oh nee. Wie viel kommen denn da noch, ey? Wenn ich den UFO gar nicht verdichte, dann habe ich ja ein Riesenproblem. Die holen sich immer jetzt mal die Leichenteile. Das finde ich gar nicht gut. Muss hier raus. Fort mit dir! Scheiße! Nimm mal ein Getränk. Ja, ich weiß. Aber ich musste mich ein bisschen konzentrieren. Die waren nicht ganz einfach. Aber wir haben das Nest und wir haben einen Schlüssel sogar bekommen. Gar nicht mehr so übel hier. Wer weiß, für was das der Schlüssel ist. Da haben wir natürlich auch noch ein Fragezeichen. Und danach machen wir auf jeden Fall das obere. Da ist auf jeden Fall die Hürde. Das Herz ist dein. Die Wurzeln sind mein. Was? Na? Ach, das kann ich gar nicht zerstören. Okay, schauen wir mal. Von innen verschlossen. Lagerfeuer? Nee. Ah, schauen. Jetzt müssen wir bloß die Knotenpunkte finden. Eins geht nach unten. Okay, ich sehe eins hier. Das ist das, was nach unten geht. Und eins ist da oben.
Nun gut. Wir müssen ja leider immer nachladen. Tolle Zusammenarbeit. Das war's noch nicht. Was hat er denn? Okay. Dafür kann man den Schlüssel auf jeden Fall verwenden. Mir kriegt ein Sühnengewand. Oder Sühnegewand. 5. Hä? Nee, das ist Quatsch. Wo ist es denn? Hier. Kann ich gar nicht aufrüsten. Ja, aber das zieht's mal alles runter, würde ich sagen. Aber gut, wir haben's. Was haben wir hier zum Lesen? Was? Fischbestellung. Antonia. Charles und seine Tochter haben das Lager verlassen. Wir werden weniger Fisch benötigen. Eine Kiste mit 20 Stück sollte genügen. Wer liefert einen Fisch in einer so Kiste? Die vermutlich nur wochenlang rumstehen. Du musst schneller werden. Ja. Hast du dir... Warte mal. Das war gut gedacht, aber schlecht gemacht. Mit dir, ey. Die waren langsam richtig stark hier in der Gegend, ey. Okay. Auf gut Deutsch. Das Fragezeichen hier haben wir. Dann haben wir das da oben noch. Da müssen wir in diese Richtung. Darauf müssen wir, aber ich wollte mal gucken, was ist denn eigentlich hier noch? Ach, da geht es jetzt am Feuer, alles klar. Das glaub mir. Ich hoffe ja immer noch ein bisschen so ein Altar oder sowas zu finden. Oh ne, was haben wir jetzt hier? Ich häng schon wieder fest. Sag mal, probieren, ob wir es nochmal hinkriegen. Was ist denn da? Ah, jetzt geht's. Also, ein paar so kleine Bugs sind noch drin, aber ich denke, das kann man verschmerzen hier in dem Spiel. Da oben ist eine Truhe. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich da hinkomme. Da sind jede Menge Zettel. Öffentliche Ankündigung. Höret, der Zugang zur Höhle ist jetzt verboten. Der Durchgang zum Herzen des Berges ist jetzt unzugänglich und es wurde Wolfsfallen aufgestellt. Überqueren auf eigene Gefahr. Wann kommt denn da mal rein? Da ist nichts. Da ist zu. Das heißt, da bräuchte man erst wieder einen Schlüssel. Oder? Aha, von hier aus. Toll, da ist aber auch zu. Hintenrum geht auch nicht. Ist ja alles zu hier.
denn das für Mist? Ja, es hilft mir alles nichts, wenn ich da nicht da oben stehe und dann darüber komme. Nur somit komme ich zu der Kiste. Oder von da oben dann darüber. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber dann komme ich hier. Ich komme hier nirgendwo hoch, ne? Noch? Ah ja, okay. Alles klar, oder? Oder auch nicht? Hey. Wie kriege ich den Baumstamm runter? Ist er tricky? Moment. Und das ist doch nichts. Das ist ja cool. Wie kriegt man den weg? Interessiert mich gar nicht. Den Baumstamm meine ich. Also ganz ehrlich, noch fällt mir keine Lösung ein. Es ist nichts, was man wegschießen kann. Ich sehe auch absolut nichts. Und der Baumstamm muss runter, dann kann ich drüber laufen. Aber irgendwie ist das Ding geschützt. Entweder kriege ich was Stärkeres noch. Oder was weiß ich. Da komme ich doch auch hoch. Das bringt mir auch nichts, ne? Also ich sehe es nicht. Nichts zum Zerstören. Ja, das bleibt hier noch ein kleines bisschen ein Rätsel. Okay. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist hier Truhe. Ich habe noch keine Ahnung, wie man die kriegt. Wir gehen mal weiter Richtung da lang. Laufe ich jetzt richtig? Eigentlich schon. Sollte ich. Hä, wieso ist das Fragezeichen hier, wenn das Fragezeichen da hinten ist? Weil ich da hinten rauf muss, oder? Macht mich jetzt langsam wahnsinnig. Dahin. Da muss ich durch, oder was? Du verarschst mich doch. Kann ich als Geist nicht durch die Wand gehen oder sowas, ey. Also ich komme zu den Fragezeichen gar nicht, solange ich da hier nicht das Zeug lösen kann. Was ist denn da drin? Da komme ich gar nicht hin. Ich kann es noch nicht lösen. Also egal, wie es ist. Das lassen wir jetzt hier auch. Das wählen wir jetzt ab. Und wir müssten daher, das ist natürlich ewig weit, wir gehen zum Feuer, machen eine Schnellreise. Das ist nur das Einfachste. Und
Und vielleicht kriegen wir später mal noch Fähigkeiten, die mir hier das Lösen erleichtern. Brauchst du nicht mehr. Ach, die Abkürzung hat man noch gar nicht. Schau an. Das ist, glaube ich, so ziemlich der Anfang gewesen. Gut, wir nutzen das Ganze hier. Wir können upgraden. Sogar etwas, was wir dabei haben. Und benutzen. Und fürs nächste brauchen wir einen Leersplitter. Okay. Gut, dann Schnellreise. Da sind wieder jede Menge Nebenquests auftaucht. Wir machen aber erstmal das hier. Und gehen wir zu der Schwester. Da ist er. Habt ihr sie gefunden? Ich frage mich, ob Thickskin ihre zweite Chance verdient hat. Bald wissen wir es. Kate ist in Sicherheit. Sie ist bereit, ins Lager zurückzukehren. Unter einer Bedingung. Ihr müsst euren Posten räumen. Ah, das ist es also, was sie will. Sie will auch, dass die Leute die Geschichte hören. Die Wahrheit erfahren. Welche Wahrheit? Die Wahrheit darüber, warum die zweite Gruppe im Wald gestorben ist. Diese Wahrheit. Kate kann erzählen, was ihr beliebt. Mich interessiert es nicht, was die Leute von mir halten. Dennoch danke ich euch dafür, dass ihr meine Schwester wohlbehalten zurückgebracht habt. Die ist doch gar nicht da. Wie lautet euer Plan, sofern ihr einen habt? Ich packe meine Sachen, gehe in die Wildnis. Alleine. Besser so. Für mich. Für alle. Allein? Ja. Ich kann besser allein. Ich überlebe, Verbanner. Das bin ich. Ich überlebe. Gibt's was Neues im Lager? Neues inwiefern? Wie ist die Lage hier? Nachdem ihr weg wart, hatten sich die Dinge hier verschlechtert. Kate war nicht mehr dieselbe. So habe ich sie noch nie gesehen. Tagelang herrschte Schweigen. Und als sie endlich sprach, erschütterte uns ihr Zorn. Dann war sie fort, stand auf und ging. Einfach so. Das wissen wir ja, den Auftrag haben wir ja von dir gekriegt. Also da haben sie, glaube ich, ein wenig einen Fehler in die Geschichte reinbracht. Ich möchte meine Dienste anbieten. Braucht jemand im Lager Hilfe? Ja, Jane. Ist in letzter Zeit völlig fertig. Will unbedingt weg. Hat was mit ihren Leuten zu tun. Squire Paris weiß bestimmt mehr. Okay, das müssen wir. Lebt wohl, Thickskin. Aktivität abgeschlossen. Die Kiste Hammer. Diese Frau ist und bleibt mir ein Rätsel. Sie macht sich solche Sorgen um ihre Schwester und schickt dennoch Dutzende Leute in den Tod. Ja, ich werde auch nicht schlau aus ihr. So, vielleicht kann man unsere Waffe abholen. Mr. McWraith, wie schön, euch zu sehen. Wie es der Zufall so will, habe ich etwas für euch. Nur eine Kleinigkeit, aber hoffentlich nützt sie euch. Ihr habt meinen Dank, Mrs. Heaton. Nein, mein Freund, ihr habt meinen. Tja, und was? Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Okay, mal gucken. Wir brauchen ja genau diese hier. Oh, die müssen wir einkaufen wie die Sau. Was, plus 19? Ist das nicht mehr? Ah,
Was haben wir hier? Ach, die kaufen wir auch. Was soll's? Den Faltentingling, den bräuchten wir eigentlich auch dauernd. Die hat auch 40. Die sind natürlich sehr teuer. Da kauft man noch nicht so viel. Nein. Lasst uns handeln, Mrs. Heaton. Ja, ja. Gut, können wir machen. Ich wollte raus. Habt Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Vielen Dank für euer Interesse, Mr. McGrath. Elfenbein. Eine Waffe. Okay. Die da haben wir gekriegt. Vom Geschick her geht die nach oben, Vitalität geht nach unten, Gesundheit geht nach unten. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, ich habe es mit dem Parieren nicht so. Aber schön, dass wir die Waffe bekommen haben. Dann haben wir das auch abgeschlossen. So, und jetzt müssen wir eigentlich dahinter. Da ist noch mal eine. Die markieren wir mal. So langsam müssen wir das ganze Zeug hier gebacken kriegen. Guten Tag. Ihnen auch einen guten Tag, Mrs. Haig. Also, was gibt es Neues? Das kommt darauf an. Was wollt ihr denn wissen? Ich sollte wirklich etwas über Thickskin wissen. Was könnt ihr mir sagen? Ich werde nicht schlecht über Thickskin reden, Mr. McGrath. Sie ist eine gute Jägerin. Wenn mir noch etwas einfällt, sage ich Bescheid. Ich sollte wirklich etwas über Kate wissen. Was könnt ihr mir sagen? Sie ist ein gutes Kind. Launisch. Vor allem, wenn ihre Schwester mit von der Partie ist. Und das ist ihr so ziemlich immer. Könnt ihr mir ein wenig von euch erzählen? Mir? Ich bin nur eine Köchin, die Suppe kocht. Ich füttere die Leute. Wie andere auch, gebe ich mein Bestes. Ich bin völlig unscheinbar. Ich bin uninteressant. Niemand bemerkt mich. Wie erging es euch? Trotz aller Umstände, besser. Ich stelle fest, dass ihr mich nicht denunziert habt. Noch nicht. Thomas wollte, dass ihr in Sicherheit seid. Ich habe keinen Grund, ihm das zu verweigern. Dann gibt es vielleicht etwas, bei dem ihr mir helfen könnt. Mir reicht es. Ich will mit der Sache abschließen. Aber wenn ich verschwinden soll, muss der König glauben, dass ich entlarvt wurde. Pennington muss nach London über mich berichten. Paris wird es bald erfahren. Pennington darf die Wahrheit nicht wissen. Also habe ich den Brief selbst geschrieben. Ich brauche nur noch das Siegel des Käpt'ns. Besser die tapfere Spionin, die den Fängen des perfiden Albion entkommt, als eine Deserteurin, die ihre Mission abbricht. Genau das dachte ich auch. Gebt mir den Brief. Ich werde sehen, was sich mit dem Siegel des kühnen Käpt'ns machen lässt. Ich verabschiede mich, Mrs. Haig. Ja, tut das. Gefälschter Brief, okay. Da müsste man natürlich hochreisen, oder? Aber schauen wir mal. Vielleicht schaut es jetzt hier aus. Gelöst, gelöst, gelöst. Jetzt schaut schon mal ganz gut aus. Die drei Geschichten sind schon mal weg. Die drei haben wir noch. Und da haben wir noch das ganze Problem komplett mit Jane. Ich würde mal sagen, die verfolgen wir jetzt auch, dass wir die fertig machen. Die Köchin, da müssen wir ja hochreißen. Und da weiß ich jetzt gar nicht, was da war. Oder ist die fertig machen? Machen wir ist die da fertig. Ich blicke da schon bald in die Karte mal durch. Wo müssen wir da hin? Das? Okay. Wieso sind auf einmal so viele Quests wieder da?
dachte, wir haben das alles so ziemlich abgearbeitet. Jetzt kommen wir immer mehr. Kommt's gar nicht mehr hinterher. Ich weiß gar nicht, wo ich da hin muss. Das sind fast 2000 Meter. Moment. Das ist auf jeden Fall... Da müssen wir reisen. Schauen wir mal. Wir könnten auch das Zeug da machen, aber ich blicke langsam nochmal durch. Ich glaube, da irgendwo drunter ist es versteckt. Ach, das ist die Haupt... Ah, da ist es doch. Wie komme ich denn da hin? Und da aus? Wir probieren es mal. Also, man kann von hier aus hinlaufen, okay. Das sieht man ja. Pilz. Ich hab doch da was runtergeschossen. Hier. Okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf der Karte nach. Da ist auch noch ein Fragezeichen. Wäre auch interessant. Da wäre noch die Hauptquest. Und da irgendwo unten ist die Nebenquest. Also da haben wir noch sehr viel zu entdecken. Das Fragezeichen was kommt uns wohl als nächstes erwartet. Von den ganzen es Scheiß. Es wird jedenfalls nicht leicht. Wir haben eine Verbündete und Freundin verloren. Und der Nachtmar ist überall. Ja, ich habe nachgelesen in der Chronik, je mehr wir von den Geiseln töten, desto weniger Einfluss hat die praktisch in den Regionen. Hier los. Da unten drunter ist es. Ich hab's gerade ein wenig gesehen. Okay. Schnell das Zeug hier sammeln. Da gehen wir wohl nicht lang. Nee, nee. Dieses Land braucht bessere Brücken. Sonst ja, das auch. Was. Ich wollte bloß das Zeug sammeln. Lang gehen wir hier. Das sind dann wohl die Harrows. Was für ein einfallsreicher Name. Klingt doch hübsch. Okay. Ich weiß. Was weißt du denn? Ach Gott. Sieht aus wie ein Nest, oder? Aber die sind bloß 17. 18 werden die auf keinen Fall mehr. Hier, bedien dich! Du solltest von dort verschwinden. Hat sich erledigt mit denen. Das ist bestimmt ein Nest. Aber die sind nicht so stark wie die 21er mit Dodenköpfen, wo wir gehabt haben. Da ist auch noch was. Ja. Was? Sumpfeisen?
Dieser Schemenhort muss gesäubert werden. Das tun wir doch auch. Enthüllt euch! Haben wir ein paar übersehen? Ja. Es wird ernst. Ja, für die jetzt gleich auch. Bewegung, Red. Sie bringen noch mehr Freunde mit. Ist mir egal. Weg, weg, weg. Ja, ich muss den da hinten treffen, sorry. Pisst euch. So, jetzt bist du schutzlos. Und ist gesäubert. Damit können wir unsere Quest weitermachen. Moment, bin ich jetzt falsch gelaufen? War beides darunter? Ich dachte... Ah, da ist noch Weg. Guck an, die Waffe ist nachgeladen, ne? Ja. Mensch, Moses. Kannst du dann mal aufgeben, oder was? Und wie es für den war. Da müssen wir rüber. Und da gibt es nichts mehr, ne? Außer das hier. Sumpfeisen. Ich glaube, das hat man noch nicht. Also, hier halt in der Region das erste Mal. Nehmen wir natürlich mit. Aufgabe abgeschlossen. Ach schon. Was wollen wir hierher gekommen sind? Dafür sind wir jetzt eine neue Aufgabe, Hexensuche. Also wir müssten sowieso von der Hauptquest in diese Region weiter. Also es war jetzt so im Ganzen kein Fehler. Oben sind die Level 17. Ein Dock.
Eine unterirdische Anlegestelle. Interessant. Shit, das treffe ich nicht so. Jetzt hab ich's. Da ist noch eins. Das ist aber viel zu weit. Das krieg ich nicht einmal ins Visier. Okay, ich würde mal sagen, wir nehmen den Punkt. Was haben wir gekriegt? An Roden. Tja, das ist schlecht. Ich muss erst der Quest machen. Ich komme an das rote Zeug gar nicht ran. Gelandet wurde? Jedenfalls irgendwas Illegales. Schau, das ist so Mine. Da kann ich das Seil dran machen. Ach, da ist das Seil dran. Okay, warte mal. Kann ich den Aufzug rufen? Kann ich. Das so gut war, weiß ich noch nicht. Schämen von der Leiche fern. Ich wollte ausweichen, ich schwör's. Augen nach vorne! Steh nicht so dumm rum. Mach ich doch nicht. Da kommen noch mehr. Kommen noch welche. Ach, ich habe ich vergessen. Passiert. Aber der Aufzug ist da. Okay, was haben wir hier in der Gegend? Ich sehe noch nicht viel. Da ist was Unterirdisches. Das ist halt noch nicht aufgedeckt hier. 17 Meter in diese Richtung. Red, komm, schau. Kennst du dieses Schild? Eins nach dem anderen. Da haben wir Truhe. Heilmixtur. Da gibt es so einiges hier. Und irgendwo, aber wir haben es ja glaube ich auch gesehen. Ich finde es bloß gerade nicht. Nee, das ist bloß ein Loch. Okay, was haben wir hier? Ah, da komme ich hoch. Ah, da treffe ich's. Alles klar. Gesellschaft der 100 Teilhaber. Ich glaube, das war eine Handelsgesellschaft aus Neufrankreich, vor unserer Zeit. Dann ist die Höhle wohl schon eine ganze Weile lang verlassen. Ja. War vermutlich ein französisches Schmugglerversteck. Ja, hier war ziemlich gut gelootet. Hat sich sogar ein bisschen gelohnt. Aber
ich glaube, das war sie jetzt dann auch. Das Training hat sich ausgezahlt. Da ist sogar noch was. So, dann fahren wir mal wieder mit dem Aufzug. Sag's. Was ist denn eigentlich mit unserem anderen Ziel? Ist immer noch nichts aufdeckt. Das ist ja noch ewig weit weg. Vermutlich müssen wir hier ziemlich gut aufpassen, weil ich denke mal, dass die Feinde jetzt hier ziemlich stark sind. Ceridines Insel ist kein beschaulicher Ort mehr. Die Menschen werden sie vermissen, auch wenn sie nichts von ihrer Existenz wussten. Okay. Die Ecken haben wir entdeckt. Jetzt müssen wir eigentlich die Karte aufgedeckt haben. Das ist eine kleine Ortschaft hier, oder? Sieht fast so aus. Da hätten wir ein Lagerfeuer. Da kommen wir aber nicht so ohne weiteres, glaube ich, hin. Da werden wir mal kurz einen Abstecher dann nach links auf jeden Fall machen. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge hier. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.